Mit über 400'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Zürich die grösste Stadt der Schweiz. Es ist eine internationale und eine lebendige Stadt. Und mitten in dieser Stadt steht seit über 100 Jahren ein Wahrzeichen der Stadt, die Urania-Sternwarte Zürich. Knapp 50 Meter über Boden steht ein 12 Tonnen schwerer Refraktor in einem Turm, der über die ganze Stadt sichtbar ist. Noch heute wird die Kuppel von Hand aufgemacht und die Bedrehung vom Refraktor ist noch wie 1906, wo man die Sternwarte gebaut hat. Der Matthias Hofer, ein begeisterter Astronom, verbringt viele Stunden in der Sternwarte. Was fasziniert dich ganz besonders an den Sternen, am Universum, an den Planeten? Es ist natürlich der Platz, den wir haben im Universum. Also Kleinheit eigentlich von unserer Erde, bescheidener Platz in diesem gigantischen Universum und die ganze Entwicklung von Sternen, also dass es einmal einen Stern gebraucht hat, der explodiert ist, dass es überhaupt die Materie gibt, wo wir daraus bestehen. Das können auch den Leuten weiterzugeben, das fasziniert mich, das mache ich gerne, das habe ich im Planetarium schon gemacht und mache ich jetzt natürlich auch da gerne in der Sternwarte. Wir haben es auf Fernrohr gesehen. Die Führungen in der Urania-Sternwarte interessieren gross und klein. Das ist sehr schön, die Begeisterung der Kinder zu fördern oder zu erleben. Also gerade Kinder sind zum Teil sehr interessiert oder Fragen, die kommen, die ich zum Teil nur staune, die von Kindern kommen, wo zum Teil die Erwachsenen gar nicht mehr so interessiert sind. Das ist so meine Erfahrung, auch an den Führungen bei Schulklassen oder zum Teil auch an Abendführungen, dass Kinder sehr spannende Fragen stellen und wirklich gewundrig sind. Und ich denke, der Gewunder, das ist ein wichtiges Element auch in der Forschung und überhaupt vom Dasein. Danke ganz herzlich für die Sache. Danke. Ein gut ausgebildetes Team hält die Sternwarten in Schuss und dafür sorgt hinter der Kulisse als Geschäftsführerin Sarah Müller. Ich habe Sarah Müller in ihrem Büro besucht, um etwas mehr über ihre Arbeit zu erfahren. Was macht die Sternwarte eigentlich für die Leute so interessant? Es ist natürlich speziell eine Sternwarte, die mitten in der Stadt ist. Dann haben wir hier in einem Turm, der 50 Meter hoch ist, der eine grandiose Aussicht über die Stadt Zürich bietet. Und dann haben wir natürlich ganz spezielle Angebote, die sonst in Zürich nicht zu finden sind. Wir haben ein Teleskop, das ist über 100 Jahre alt. Und mit dem kann man Planeten, Sterne, den Mond oder auch zum Beispiel am Tag die Sonne beobachten. Was erwartet die Leute, wenn sie an eine Führung kommen? Also zuerst lernen sie das Gebäude kennen, den Turm wird vorgestellt, dann das Teleskop, wie das funktioniert. Wir haben ein Linsenteleskop, das hat 30 cm Durchmesser vom Fernrohr. Und das ist noch auf heutigem Stand für ein Laienpublikum ein Top-Fernrohr, wo man wirklich mit bis zu 600-facher Vergrößerung kann eben Planeten beobachten kann. Dann lernt man auch, also haben wir eine kleine Einführung in die Astronomie und dann zeigt man auch, was am Abend sichtbar ist. Wenn möglich eben mit dem Fernrohr, wo man kann mit eigenem Auge durchschauen kann. Oder auch natürlich mit Simulationen auf unseren Bildschirm, wo man interessante Erläuterungen hört. Das Fernrohr ist über 100 Jahre alt. Wir haben das 2007, auf das 100-jährige Jubiläum, komplett restaurieren lassen. Für das hat man das müssen durch den Dachspalt durch, mit dem Hebekran rausnehmen und auf Jena transportieren. Zeiss hat damals Fernrohr schon auch konstruiert, vor über 100 Jahren, und hat es auch restauriert. Und das ist auch heute noch für ein Laienpublikum ein Top-Fernrohr, das super Beobachtungen bietet, gerade unter diesen Bedingungen in der Stadt mit Lichtverschmutzungen.
Es ist ein riesiges Gebiet und tausend Fragen gehen einem durch den Kopf, wenn man in der Sternwarte war. Und vielleicht tut es einem dann gut, dass in der nahegelegenen Brasserie Lipp sich wieder ein bisschen zu entspannen beim feinen Mittag.